Ich werde sterben, waren meine Gedanken gestern. Heute gibt es die krankeste Real-Life-Story, die mir jemals widerfahren ist. Auch das krankeste Erlebnis, was ich jemals hatte. Ich dachte wirklich einfach, ich werde sterben. Wo fange ich am besten an? Ich werde das Video gar nicht cutten, auch wenn ich mich versprechen sollte, dass es so real wie möglich rüberkommt. Wir haben gestern Abend ganz normal gechillt. Ich war mit Taro, Gassi. Ellie hat währenddessen Hawaii-Toast für uns gemacht. Und wir haben auch ein bisschen Alkohol getrunken, sprich ein bisschen Wein, ein bisschen Pina Colada, was wir im Laden im Angebot gesehen haben. Und ich hatte schon ein bisschen Bauchschmerzen. Dann meinte ich zu Ellie, ey, mir geht's nicht gut, ich habe voll die Bauchschmerzen, Alter, und voll die Schmerzen hier. Weil ich habe ja 2019 am Ende vom Jahr schon mal eine Panikattacke gehabt, so. Und da bin ich zum Krankenhaus gelaufen, weil ich dachte, okay, easy, ich lasse es einfach untersuchen. Ich rufe kein Krankenhaus, weil es war sonntags. Und da war es halt einfach so, dass ich schon gemerkt habe, okay, ich bekomme keine Luft und habe so richtig Panik geschoben. Und da war es nicht mal halb so schlimm wie gestern, weil gestern Ellie hatte auch selber so Angst und war mit der Situation so überfordert, und ohne sie wäre ich wirklich aufgeschmissen. Also ich bin so dankbar dafür, dass Ellie in mein Leben getreten ist, und die meisten von euch merken es auch schon, sie tut mir so gut. Auf jeden Fall hatte ich dann gestern Abend, nachdem wir ein bisschen Alkohol getrunken haben und so, hatte ich hier wieder komplett kranke Schmerzen. Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass ich wegen dem Auswandern und dem ganzen Umzug so viel Stress hatte. Dann kommt noch das mit YouTube dazu, dann wieder so viel Hate, weil ich ja diesen Skandal dann hatte und komplett einfach alles in meiner Psyche. So, es war einfach zu viel für mich. Ich bin quasi zusammengebrochen. Und dann wurde der Herzschlag immer schneller, die Panikattacke immer schlimmer. Ich habe mich immer mehr reingesteigert. Ich dachte, was ist jetzt, wenn ich sterbe und so. Das ist voll, Alter. Ich hatte wirklich einfach nur Angst. Ich hatte Todesschiss. Ich dachte wirklich, das war's jetzt. Und dann sind wir auch noch in einem fremden Land. Ich so zu Ellie, ey, du musst den Krankenwagen rufen, das wird immer schlimmer. Sie wollte gerade duschen gehen, müsst ihr euch vorstellen. So. Und dann sie so, hey Schatz, mach jetzt keinen Blödsinn, mach jetzt keinen Spaß, hör auf damit, hör auf das zu sagen und so. Dann ich so, ich bekomme keine Luft mehr, ich glaube, ich habe einen Herzinfarkt und so. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ruf bitte den Krankenwagen. Dann, sie wusste halt nicht die Nummer hier in Spanien. Natürlich kann man jetzt sagen, ey, schlecht informiert und so, aber ich dachte mir, okay, 112 wird es schon sein oder 110. Dann habe ich 112 auf dem Handy eingegeben. Dann ist da jemand rangegangen, der nicht so gut Englisch konnte, sondern eher nur Spanisch. Zum Glück konnte Ellie Spanisch, aber die Verbindung war nicht so gut. Dann ich so, help, help, I'm dying. So richtig geisteskrank. Einfach eine Panikattacke geschoben. Sowas wünsche ich niemanden. Ich so, help, help, I think I'm dying, I think I have a heart attack und so. Und in dem Moment... Help, help. Es wurde immer schlimmer. So, und dann hat der Arzt halt, also der den Krankenwagen zu uns bringen sollte, hat es nicht verstanden. Dann ich, nichts angehabt, erstmal alles vollgekotzt in unserem Schlafzimmer. Das waren locker 6 Liter, gell? Das waren bestimmt 4, 5 Liter. Ja, weil ich richtig viel Wasser getrunken habe, als ich diese Schmerzen hier wieder hatte. Weil manchmal bekomme ich diese Schmerzen auch so leicht und dann trinke ich ein bisschen Wasser und dann wird es besser. Aber die Schmerzen sind nicht weggegangen. Ich habe immer mehr getrunken. Und dann habe ich halt diese Panikattacke geschoben, alles rausgekotzt, die Hunde komplett verwirrt gewesen, durch die Kotze gelaufen. Also wirklich, es war noch nie so krass. Wirklich. Noch nie so krank war diese Panikattacke, die ich hatte, da. Und dann komplett überfordert gewesen. Ich kein Oberteil angehabt, einfach meine Jacke gepackt, keine Socken angehabt, zum Glück eine Hose, nicht mal Handy, nicht mal Krankenkarte, nichts mitgenommen. So, und dann, er ist einfach raus auf die Straße gelaufen, ja. Er hatte nicht mal ein T-Shirt an, einfach nur Jacke an. Und mein Herz währenddessen, ich komplett so, als ob es ein Film wäre, wisst ihr? Ich habe mich so gefühlt, als ob ich nicht im Hier und Jetzt wäre. Und ich dachte mir so, fühlt sich das so an, kurz bevor du stirbst? Und ich habe mich immer mehr reingesteigert in diese Angst. Ich dachte mir, oh mein Gott, was geht hier ab und so. Es fühlt sich alles so surreal an. Und Ich gehe so auf die Straße, Ellie noch meine Krankenkarte und alles gepackt, weil, wie gesagt, hier musst du halt versichert sein und du kannst nicht einfach so ins Krankenhaus, ansonsten musst du zahlen. Und dann war es halt so, dass ich einfach Richtung Krankenhaus gelaufen bin, weil ich habe ja schon erzählt, wo ich mit Taro Gassi war, habe ich ein Krankenhaus gesehen und dann ist mir eine Frau mit Roller entgegengefahren, ich mit offener Jacke, kein T-Shirt drunter, Schuhe an, ohne Socken und Hose, irgendeine komische Schlafhose, so komplett gerannt, ist ich so, help, help, I need a hospital, komplett fast am Zusammenbrechen. Die Frau, ja moin, sie fährt einfach mit ihrem E-Scooter weiter, so hat sie gar nicht gejuckt, wenn ich dort krepiert wäre, ihr wäre es egal gewesen, so, die dachte, ich bin ein absolut Verrückter. Dann einfach, Ellie ist dann gekommen, schnell gerannt, komplett auch überfordert gewesen. Wir zu dem Krankenhaus gegangen, was ungefähr 2-3 Minuten zu Fuß von uns weg ist. Bei uns, das ist so geil, bei uns ist alles in der Nähe, also wirklich richtig, richtig geil. Und ich immer mehr Panik geschoben. Ich so, ich denke, ich werde sterben, Schatz. Und so, ihr so, mich so von ihr quasi fast schon verabschiedet. Wisst ihr, wie ich meine? Und zu dem Zeitpunkt, ich habe nicht daran gedacht, so, dass ich habe nicht an YouTube gedacht, ich habe nicht an das ganze Geld gedacht, ich habe einfach nur an Ellie, meine beiden Hundis und an meine Fam gedacht, so, das war, und da hat sich so ein bisschen so mein Leben vor meinen Augen nochmal so abgespielt, ich habe so an die wichtigsten Momente gedacht, weil ich wirklich dachte, das war's jetzt, und wenn man so Angst hat und denkt, man stirbt so, dann... So, das ist richtig hart. Es fällt mir auch richtig schwer, darüber zu reden, weil ich habe es bis jetzt noch nicht mal so richtig verarbeitet. Man fühlt sich so, als ob man nicht so in seinem eigenen Körper drin wäre, als ob man es nicht wahrnimmt. Und die ganze Zeit dieser schnelle Herzschlag und es wird immer schlimmer. Man tut sich immer mehr in die Angst rein, Paniken. Auf jeden Fall waren wir dann bei diesem Krankenhaus. Und ich noch mehr Stress geschoben, nicht den Eingang gefunden, dann mussten wir nach rechts gehen und dann auf einmal hauen die raus. Was haben die genau gesagt? Ich verstehe ja keinen Spaß. Das war eine Therapieeinrichtung, also für ja, was Therapeutisches und kein Krankenhaus. Wie viel der ganze Spaß gekostet hat, weil ich ja noch nicht hier in Spanien versichert bin, sage ich euch gleich, weil das wollten wir diese Woche erledigen und nice, genau dann passiert sowas. Und ich meinte so, auch zu meinem Dad, ja, es ist mega wichtig, dass wir die ganzen Versicherungen machen, so, weil Spanien, es ist ein anderes Land, man weiß halt einfach nicht so, wie es hier abläuft. Und er so, nee, lass chillen erstmal, lass erstmal die Stadt anschauen. Ich so, okay, wenn du meinst, Taro, lass die Pflanzen in Ruhe. Alter, das nervt so sehr, wir haben so viele Pflanzen geholt und Taro beißt die alle kaputt, einfach die Palme kaputt gebissen, dann glaube ich den Mandarinenbaum. Egal, das ist auf jeden Fall eine andere Story. Dann waren wir da in dieser Psychiatrieanstalt und ich sag so zu denen, ich brauche einen Krankenwagen. Die so, ja, ein paar Minuten Fußweg, da ist das Krankenhaus. Ich bin fast durchgedreht. Ich dachte mir so, ist es euch egal, wenn ich jetzt hier irgendwie zusammenbreche oder so? So, ist es euch wirklich so egal? Die so, ja, you need to go there and there. Dann, ich so zu Ellie, ruf bitte ein Taxi. Oder halt dein Auto an, die sollen uns ins Krankenhaus fahren. Keiner ist stehen geblieben, Taxi ist nicht mal stehen geblieben, wir waren komplett überfordert, dann sind Leute gekommen und haben uns erklärt, wo ungefähr das Krankenhaus ist. Ich, immer mehr Herzschlag gehabt, dachte ich kipp zusammen, für kurze Zeit auf den Boden gesetzt. Ich dachte, das sind jetzt meine letzten Minuten, weil es so schlimm war. Ellie gefühlt einen Heiratsantrag gemacht, so, und weil ich dachte, okay, das ist es jetzt. Nee, es ist jetzt vorbei. Ich will davor noch sagen können, dass Ellie meine Frau war, aber es ist auch eine andere Story. So, darauf will ich jetzt nicht ganz eingehen. Und dann war es halt so, dass wir endlich beim Krankenhaus angekommen sind. Und jetzt kommt es ist zwar eigentlich nicht so lustig, aber ich muss es euch einfach erzählen und Ellie und ich müssen jetzt im Nachhinein auch darüber lachen. Wir sind ins Krankenhaus reingekommen, waren an der Rezeption, dann die so erstmal, du hast keine Maske an, also zieh deine Maske an. Ich dachte mir so, ja moin, ich bekomme hier wahrscheinlich einen Herzinfarkt und die sagen zu mir, zieh deine Maske an. Dann ich so, my heart is beating so fast, I think I have a heart attack. So richtig. Hast du dich auf den Boden gesetzt? Ich habe mich auf den Boden gesetzt, weil ich gar nicht mehr auf mein Leben klargekommen bin. Hab rumgeschrien, help, help, help. Weil der Typ an der Rezeption ja so, where is your Versicherungskarte? Ich so, Ich wollte schon sagen, Junge, ich bin hier frisch hergezogen. Wir müssen das alles noch diese Woche erledigen und so, weißt du, wie viel Stress wir die letzten Wochen hatten. Besorgt mir einen Arzt, Mann, ich zahle das in bar. So, bitte, bitte, rette mich einfach. Und dann sind die Krankenschwestern aus den Zimmern gekommen, weil ich so laut Help geschrien habe. Ansonsten, ich glaube, ich hätte wirklich noch einen Herzinfarkt bekommen, weil das so viel war. Und mein Herz die ganze Zeit, so, mein Puls war, glaube ich, auf 180 oder so. Also so richtig viel, fast auf 200 schon. Dann, so, die kommen und die so, what is going on und bla bla bla. Dann die so, ja, was ist genau passiert? Habt ihr irgendetwas getrunken? Irgendwelche Substanz zu euch genommen? Ich so, ja, ich habe nur ein bisschen getrunken, ein bisschen Wein und so, aber ich hatte schon mal eine Panikattacke und das alles auf Englisch so. Es war halt ein bisschen schwer zu erklären. Dann haben die mich an das Gerät angeschlossen und alles abgemessen und die meinten, bis auf meinen Herzschlag, der so schnell ist, ist eigentlich alles gut und ich habe nur eine Panikattacke und das ist kein Herzinfarkt. Und dann war ich erstmal Hyperventilation. Ich habe schon gesagt, bevor wir ins Krankenhaus gefahren sind, Schatz, das ist eine Hyperventilation, beruhig dich, leg dich hin, du brauchst jetzt was Kaltes zu trinken und sowas, aber er hat halt so überreagiert, dass wir halt dann ins Krankenhaus gegangen sind. Das war so schlimm, also wirklich, ich würde niemals darüber eine Story machen, niemals ins Krankenhaus gehen, wenn es nur halb so schlimm wäre, wisst ihr, wie ich meine, wenn es nicht so nötig gewesen wäre, aber ich dachte halt wirklich einfach zu dem Zeitpunkt, dass ich sterben werde und dann haben die mir die Gewissheit gegeben. Es war zwar immer noch so schlimm, aber ich konnte mich damit immer beruhigen. Dann waren wir zu Hause, ich habe locker 1,5 Stunden geduscht. Ellie musste meine ganze Kotze wegmachen. Es war so hart. Also wirklich, es war der schlimmste Tag in meinem Leben, weil ich dachte, ich werde jetzt alles verlieren. Und da ist mir nochmal so richtig bewusst geworden, was ich eigentlich mit Ellie und dem Ganzen hier habe, so wirklich geisteskrank. Also ich will es keine Nahtoderfahrung nennen, aber ich hatte wirklich Angst, dass ich jetzt sterbe. Und dann habe ich mich kalt abgeduscht, weil das hat wirklich sehr, sehr geholfen. Diese Gedanken waren immer noch da. Dann hat Ellie auf dem Laptop Hyperventilation angemacht und was also gegen Übungen. Genau, und was gegen Panikattacken hilft. Und da stand, man darf nicht ruhig sitzen bleiben, man muss sich bewegen und so. Da habe ich gefühlt angefangen im Zimmer Sport zu machen und irgendwelche Übungen zu machen. Und dann wurde es auf jeden Fall besser. Und ich glaube, warum es so schlimm war, Taro kommt gerade hoch, moin moin, war halt, weil diese Panikattacke passiert ist, als ich so überfordert war. Und dazu war ich noch richtig müde und fertig vom Tag, weil wir haben den ganzen Tag aufgeräumt und von 8 Uhr in der Früh bis 22 Uhr fast. Und dann so hatte ich diese Panikattacke, mein Körper war schon komplett am Ende, meine Psyche sowieso. Und dann kam halt noch die Müdigkeit dazu und dann wurde es einfach noch schlimmer. Aber irgendwann mal konnte ich mich so sehr beruhigen, dass ich eingeschlafen bin. Dann so... Am Morgen war es eigentlich ganz gut und ja, heute ist quasi der zweite Tag, also ist vorgestern passiert, als ich das Video mit dem Hundi hochgeladen habe und ja. Du hast gar nicht das geile Frühstück erwähnt. Stimmt, boah, das war auch so süß. Sie hat mir so ein geiles Frühstück gemacht, also so ein geiles Frühstück habe ich noch nie gesehen. Manchmal frage ich mich wirklich, womit ich das alles verdient habe. Ja, Freunde, ich wollte euch einfach diese Story erzählen, weil das das Krankeste war, was je in meinem Leben passiert ist und weil es quasi gestern her ist, um genau zu sein, vorgestern. Ja, was soll ich euch sonst noch sagen? Übermorgen kommt wieder ein Vlog. Ja, Ellie und ich gehen jetzt erstmal meine Seiten auf Null schneiden, weil ich bekomme ja an den Seiten schon Locken. Das ist ganz, ganz schlimm. Danach werden wir noch ein bisschen in die Stadt gehen. Ich werde versuchen, ein paar Aufnahmen zu machen. Ja, neben meinem Kopf kommt ihr zu den letzten Videos. Wie gesagt, danke für alles. Vergesst kein Abo dazulassen. Liked das Video für mehr. Und ja, für alle, die in die Kommentare schreiben, die Story ist nicht wahr oder so. Hier ein Beleg nochmal, 280 € musste ich für diese Untersuchung einfach zahlen. So, einfach 280 €, weil ich nicht versichert war und weil die das mit den Geräten gemacht haben. Aber ja, ist jetzt egal und tschüss.